Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World. Wir sind wieder in Asuka City. Keine Sorge, ihr habt absolut nichts da oben verpasst. Da war wirklich nichts. Das ist, glaube ich, wirklich erst später relevant. Und wir können uns ja irgendwie für Patamon jetzt eine neue Attacke runterladen. Stand jedenfalls da. Und mal gucken, ne? Willkommen in meinem Labor. Was willst du mit deinen Digimon tun? Es töten? Nein, will ich nicht. Digitieren? Hä? Ich will... dessen Tabelle ansehen. Ja, cool. Ich möchte eine Attacke runterladen. Wo kann ich denn hier Attacken runterladen? Bei dem Mann ja scheinbar nicht. Geht's bei den Damen hier? Dies ist das Digimon Navigat. Ein Partner Digimon hören. Ja, gerne. Vielleicht da. Hier findest du Hinweise zum Digimon-Kampf und zum Züchten. Hä, man kann Digimon züchten? Angriffsarten. Nee, die quatschen jetzt hier allgemeines Zeug. Das will ich gar nicht wissen. Vielleicht hilft mir die andere Frau. Wenn ich rede, ich nochmal mit dem Opa. Ja, schön. Das wollte ich jetzt alles nicht wissen. Bist du Digitations... Nee. Verstehe. Ja, gut. Eigentlich rede ich euch, lese ich euch mit einer komischen Roboterstimme vor, aber ich will gerade einfach nur wissen, wie ich jetzt hier die Daten runterlade. Willkommen in meinem Labor. Ich bin gerade echt verwirrt. Digimon tauschen? Nee, ich hab doch gar nichts zum Tauschen. Wo kann ich denn digitieren? Nein. Digitation? Hä? Das verwirrt mich gerade. Also, warte mal. Vielleicht unter Digi. Vielleicht kann ich. Warte mal. Digitieren. Technik laden. Genau, Angemon. Airblast. Laden? Ja. Cool. Jetzt habe ich, was auch immer das gebracht hat. Digitationstyp ändern kann ich nicht ändern. Kann vielleicht andere von mir auch schon was laden, was ich übersehen habe? Nee, das nicht. Technik laden? Roman? Oh, cool. Das geht scheinbar auch. Und geht bei Kubamon auch schon was? Technik laden? Chrismon? Ja, Lightning Slash. Cool. Jetzt habe ich irgendwelche Attacken geladen. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich habe sie geladen. Das war jetzt ganz wichtig und essentiell. Und jetzt müssen wir zurück nach Serio City und müssen uns auch ein bisschen mal mit Wemon anfreunden. Der kleine, lustige Gesell. Ich weiß nicht. Die Wemon war schon irgendwie cool, aber ich mochte Gilmon und Agumon immer ein bisschen mehr. Vermutlich, weil Wemon blau ist. Ich meine, welcher Dino ist blau? Und ich mochte auch generell aus der zweiten Staffel jetzt Davis nicht so sehr. Wobei ich muss sagen, am Ende fand ich Davis besser am Anfang. Da war immer so dumm, also so extrem dumm und aufreisermäßig. Das hat mich immer so extrem an ihn genervt. Hey, ich bin der Zomi. Ja, schön für dich. Ich weiß nicht, manchmal hat das immer tierisch genervt. Also so richtig. Richtig. Ja, genau. Und Wemon, da ging immer eher. Da hat sich immer noch so ein bisschen zusammengerissen. Und was mich auch immer tierisch genervt hat, dafür werden mich jetzt alle hassen, in der dritten Staffel, oh, Rika, die hat immer so, ich weiß nicht, ich habe mir letztens alle Digimon-Staffeln angeguckt und die bitcht immer so extrem rum, die greift immer alle total sinnlos an und ist immer zu allen total unfreundlich und reden da mal immer so, Rika, und Mensch, reiß dich mal zusammen und die ist so unmöglich. Und alle fanden die immer so cool und toll und so, wow, die ist voll tough, aber ich finde die eigentlich total zickig und eingebildet. Ja, mochte ich halt eben dann Takato und Henry, die waren irgendwie netter und cooler. Ich weiß auch nicht. Es gibt ja immer so diese, in jeder Staffel immer so diese Digimon, die immer alle so besonders cool und wow finden. In der ersten Staffel sind das ja so Patamon, Gabumon und Gatumon. Die waren ja immer so, alle fanden die immer am besten. Ich meine, die waren auch cool, aber ich mochte, glaube ich, alle. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Es tut mir leid, wenn ich hier irgendwelches Zeug damit erzähle.
In der zweiten Staffel gefiel mir eigentlich auch keins der neuen Digimon so richtig. So Hawkmon, Armadillomon und Wemon, die waren irgendwie auch komisch. Wormon eigentlich auch nicht so. Die waren so Gatamon und Patamon, ja klar, die waren okay, aber die anderen, die waren irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir nicht alles so zugesagt. Ich habe irgendwie, das war irgendwie, wenn man die erste Staffel gesehen hat, begegnet man der zweiten Staffel auch mit so Wehmut, dass die sich mal da, die sind zwar immer noch dabei, die alten Digi-Ritter, aber nicht mal so aktiv, die sind alle mehr so im Hintergrund und tauchen immer mal so zwischendurch auf und ach, man vermisst dann irgendwie die guten alten Zeiten, so ging es mir jedenfalls. Ich weiß, das klingt vielleicht doof, aber wobei ich auch positiv überrascht war, meine die alten Digi-Ritter kamen doch ein bisschen öfter vor, als ich es in Erinnerung hatte, also die sind doch schon oft aufgetaucht, aber nicht oft genug. Man vermisst sie dennoch irgendwie. Ja, komm, Krabmon. Ja. Wie gesagt, damals fand ich die dritte am besten, aber jetzt... Na, die erste hat's auch. Die erste war irgendwie auch... Der hat auch ein bisschen mehr... Man konnte sich nicht so gut, finde ich. Also in der dritten Staffel konnte man sich am besten in die Leute hereinversetzen, meiner Meinung nach. Aber dafür war die erste Staffel ein bisschen spannender. Also die ganzen Abschnitte, ist auch unheimlich viel passiert in der ersten Staffel, finde ich. Das war ja richtig krass, was das alles am Umfang hatte. Warte mal, hier müsste jetzt doch gleich irgendwo Wemon kommen, oder? Ich sehe jetzt schon, wie wir jetzt hier die halbe Folge lang Wemon suchen. Los, greif an! Patamon! Gewonnen! Oh ja, Patamon. Huh. So, und jetzt holen wir Gilmon an die Spitze. Sortieren. Und jetzt bist du dran, Gilmon. Gilmonere. So, schön. Ostsektor, windige Prärie. Wo ist Wemon? Wemon? Kommt hier nicht Wemon? Irre ich mich? Muss ich noch irgendwas machen, dass Wemon kommt? Ich weiß gar nicht. Vielleicht musste ich noch irgendwas triggern oder so. Ich bin mir ein, dass Wemon hier war. Ich kann nur fast nochmal nachgucken. Ich weiß nur, dass jetzt gleich was total Fieses kommt. Ich kämpfe mich mal hier durch. Oh, ich wurde überrascht. Ja, Woodmon, du bist kacke, echt. Boah, wie geil Gilmon einfach mal ist. Los, Gilmon! Pyro, Ball! Boah. Pretze, Pretze, Pretze. Was, der hat's überlebt? So ein Lump. Attacke! Ich bin busy. Blödes Woodmon greift uns einfach so aus dem Hinterhalt an. Ja, voll die Geil. Wow, wir sind jetzt auch Level 11. Oh, schön. Jetzt sind alle Level 11. Alle sind zufrieden und glücklich und trinken Kekse, wollte ich gerade sagen. Ja, trinkt ihr auch immer Kekse? Eigentlich gibt's bestimmt so irgendwie. Hä, was ist denn das? Warum kämpfen wir? Egal, wie viel ich nachdenke, keine Antwort. Es ist sinnlos. Das schaffe ich nicht allein. Naja, es gibt verschiedene Arten von Kämpfen. Es gibt das spielerische Kämpfen und es gibt sowas wie Krieg. Und ich würde mal ganz klar jetzt Digimon Online von irgendwelchen ernsthaften Kriegsaktivitäten oder ähnliches oder irgendwelche Prügeleien unterscheiden, weil das hier ist ja aus Spaß. Das hier geht es ja um Strategie und um Übung und um Entdecken und Lernen. Und bei anderen Sachen geht es einfach nur um Macht und Hass. Das kann ich jetzt gleich noch ganz, ganz genau ausführen. Aber erstmal sehen wir... Wie hieß das nochmal? Ich habe gar nicht gelesen. Irgendwas mit Ortssektor und bla bla bla. Was soll ich tun? Ich habe eine Verabredung. Aber mit anderen Spielen macht mehr Spaß. Das stimmt. Deswegen bin ich vermutlich auch Single. Was haben wir denn hier? Hä? Was ist hier eigentlich los? Wo sind denn alle? Beep, beep. Einschalten. Neustart. Hm? Hey, was geht ab? Hey, was ist los? Ich bin das Betriebssystem der Gondel für den tiefen Graben. Zum Aktivieren der Gondel Richtung Südsektor ist die... Konterregistrierung mit einer blauen Karte erforderlich. Digimon, die aus einer blauen Karte entstanden sind, besitzen sie. Von ihm bekommst du sie. Digimon aus einer blauen Karte. Ich glaube, es ist Gilmon. Ich sollte in die Stadt gehen und ihn fragen. Punkt, Punkt, Punkt.
Gilmon? Ist das dumm? Warum kann ich nicht einfach mein eigenes Gilmon fragen? Ich hab doch ein komisches Gizamon, was in meiner Erinnerung eigentlich Gatzimon hieß, aber egal. Also die Grafik ist eigentlich für so ein altes Spiel echt klasse. Jedenfalls, es gibt, wie ich bereits erwähnte, verschiedene Arten von Kämpfen. Das ist ja wirklich einfach nur irgendwelches Pixelschieben. Das ist, naja, der arme alte Mann, der wird nie auf eine Antwort kommen. Aber ich habe generell das Gefühl, dass alte Menschen, ich weiß nicht, ziemlich eingefahren sind. Und ich wurde sie eben schon wieder in Skype angeschrieben. Ach ja, ich habe in meiner ganz kurzen Aufnahmepause, gerade als ich schon zurückgelaufen bin, mal in Skype geguckt. Und Tatsache, es hat Elik geschrieben, da wollte den Müll runterbringen, aber unten ist am Müll das Schloss zugefroren. Naja, es ist gerade scheiße kalt. Er wohnt ein bisschen südlicher von mir, näher am Gebirge. Da wohnt irgendwie nur eine Stunde weg. Und bei ihm ist es gerade scheiße kalt. Bei mir ist es eigentlich auch gerade scheiße kalt. Aber bei ihm ist es scheiße kälter. Warum sage ich so oft scheiße? Ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem Glimmer muss ich eigentlich gehen? Ich hab's vergessen. Ich gehe einfach mal zu dem. Es gibt mehrere Glimmer. Und es wird jetzt hier richtig fies alles. Wir werden jetzt ganz hin und her laufen müssen. Und das funktioniert nicht. Hier irgendwie ein Gilmon drin? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin so kacke. War hier irgendwo ein Gilmon? Gilmon. Oh, vielleicht können wir hier ein paar coole Karten kaufen. Fürs Deck. Was? Du willst einen Booster öffnen? Okay, Augenblick. Ich will keinen Booster öffnen. Ich will Karten kaufen, Divermon. Eine Karte kaufen. Oh, die sehen auch alles so aus, als ob ich sie mir leisten könnte, wenn ich Geld hätte. Scheibenkleister. Gute Karten und ich kann mir keine davon kaufen, richtig. Mist. Mist. Ich muss Trinkgeld fahren, beziehungsweise Booster. Hier ist kein Gilmon irgendwo. Hier war doch eins. Oder muss ich jetzt wirklich zurück nach Asuka City? Nee. War hier wirklich kein Gilmon? Da bin ich blöd. Pi. Ich glaube, wir müssen wirklich nach Asuka City wieder. Oh, genau. Das wird so fies. Das wird bestimmt noch mit in den nächsten Part reingehen, das Rumgerenne. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach ja, ich habe auch so den Eindruck, dass alte Menschen wirklich extrem festgefahren und fantasielos sind. Es ist nicht immer so. Es gibt wirklich immer Ausnahmen. Also es gibt auch wirklich echt tolle alte Menschen. Aber, oh, Erdramon. Aber oft habe ich mit sowas immer negative Erfahrungen gemacht. Wir wollen es mal lieber nicht wecken. Ich hatte noch so ein ganz brisantes Beispiel. Bei mir war der Opa von meinem Ex-Freund. Der war schwer krank. Der lebt auch inzwischen schon nicht mehr. Und mein Ex-Freund hat auch kleine Brüder. Und wir saßen halt eben bei dem alle zusammen zu Besuch bei den Großeltern für eine Woche oder so. Und wir saßen halt eben dann am Fernseher und haben halt eben Nickelodeon geguckt. Und da lief halt Avatar, noch die erste Staffel, also mit Aang. Und wir haben das geguckt und ich finde, das ist eine richtig gute Serie. Sie ist fantasievoll, sie hat einfach alles, was eine gute Serie ausmacht, finde ich. Sie ist richtig klasse und spannend und einfach cool. Und wir haben halt eben dann so geguckt und er regt sich halt eben auf, dass noch Mist im Fernsehen kommt und was das für ein Scheiß ist und bla bla bla. Statt dass man sich in sowas mal reindenkt und sich in solche Fantasiewelten mal öffnet, verschließt man sich. Aber ich glaube, Leute bei der alten Generation, die haben, glaube ich, auch für sowas nicht so die Augen. Ich glaube, damals waren die Zeiten, das Ding jetzt so ein bisschen so altbacken, aber ich glaube auch damals, da gab es auch nicht Zeit für solche Sachen. Also wenig Zeit für solche Fantasiesachen, um sich irgendwo reinzudenken. Damals, da musste als Kind, glaube ich, auch schwer und hart arbeiten, hatte es immer schwer gehabt, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Und da hat man sich solchen Dingen halt einfach nicht gewidmet. Und man ist halt eben auch ganz anders aufgewachsen und dann scheißt man mehr auf solche Sachen. Bei meinem Opa heute ist das, glaube ich, auch so ähnlich. Der ist da auch über sowas nicht so aufgeschlossen. Der lebt halt eben eher in der Realität. Das klingt jetzt irgendwie gut, aber ich finde,
einen gewissen Grad an Fantasie und Offenheit für neue Dinge sollte man immer haben. Meine Oma ist da ganz anders. Die liest gerne Bücher und die spielt auch gerne Videospiele. Momentan spielt sie gerade Edna bricht aus. Das hatte ich ihr zu Weihnachten geschenkt. Und die ist auch schon fast durch. Die ist da, was war's, immer ganz hinterher. Die spielt auch gerne, weil Kronk, das hat das auch mal gespielt, hier so Wimmelbild, hier Grimms Märchen irgendwie. Das da ist auch total begeistert von. Und die spielt aber auch so ein bisschen, wo man rumrennen muss und Adventure-Zeug. Also meine Oma, die ist da echt fit. Auch immer. Immer, ohne Scheiß. Immer, wenn ich meine Oma besuche, ist bei ihr der Laptop an. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig krass. Und wenn sie nicht weiterkommt, dann ruft sie immer meine Mutter oder mich an. Oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und letztens, das ist auch schon ein, zwei Jahre her, da war ich richtig geplättet. Also, da kam meine Oma an irgendeiner Stelle nicht weiter. Und ich sollte das für sie spielen. Und an der Stelle, da musste man für irgendwas wegrennen und musste schnell in eine Fahrstuhl reinrennen, da was drücken und schnell was aktivieren und bla bla bla. Und ich hab's halt eben probiert. Und ich bin andauernd verreckt. Und dann meine Oma, oh, jetzt Mensch, Susan, komm mal. Und drückt mich da weg. Und da auf einmal zockt die das. Und die rennt da rein, macht den Fahrstuhl zu und hat dann eine übelste Reaktion. Und ich so, oh mein Gott, Oma. Und da hat meine Oma mir dann echt was vorgemacht. Ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Pro-Gamer. Also, es ist, glaube ich, ein schwer leichter, besser als ich zu sein. Aber dass meine Oma dann übelst einen Skill hat, ist schon krass. Oh, was ist das? Hey, warte mal, Kleiner. Weh, der macht jetzt seinen Mantel auf und zeigt mir was. Redest du mit mir? Natürlich, meine ich dich. Du bist Yume, der Serioli da besiegt hat. Oder immer noch die, ja? Ich bin Mädchen. Ja, und da bist du? Ich bin Kate. Nee, Keith. Oder? Ja, ich glaube, Keith nennt man das vor allem. Spricht man das aus? Ich bin Keith, den Namen solltest du dir merken, Kleiner. Ich werde nämlich das Turnier gewinnen. Was? Es gibt nur ein Turnier? Tatsächlich? Na, das wollen wir doch mal sehen. Ja, na, na. Haha, verstehe. Du willst wohl mit mir kämpfen. Na, von mir aus. Auf geht's. Leider kann ich keine Rücksicht auf dich nehmen. Was kämpfen wir jetzt? Der Fuck? Okay. Okay. Double Power, Achso, ich konnte nie was anderes. Ich habe mich gerade gewundert, wo meine Angriff hin ist. Okay, dann eine normale Attacke. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Das ist nice. Nice. Ich bin echt beeindruckt. Ich meine, dafür, dass das jetzt hier sowas wie ein... Na, also es ist kein Bosskampf, aber es ist schon ein wichtigerer Kampf. Und so viel Damage rauszuhauen. Wobei, er hat auch drei Digimon. Okay. Naja, Triceramon, jetzt tu nicht so. Ich blocke dich. Ich bin voll gut. Oh, vertroschen. Ja, voll besiegt. Oh, Kuwagamon. Okay. Ja, kämpfe einfach mal weiter. Mal gucken. Ich glaube, Gilman hat auch bald seine Anzeige voll. Was? Wir haben eiskalt gewonnen-hittet. Ja. Was? Kunemon? Entweder wird er jetzt extrem verzweifelt oder das wird jetzt der übelste Geheimtrick. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass das ein totaler Geheimtrick wird. Oh, besiegt. Tot. Los, Gilman, du bist super. Was? Metallmamimon. Krass. Ah, Zuckerbrücke. Sieg. Da staunst du, was? Na, du Perversling. Ha. Ich habe mich zurückgehalten. Ja, klar, du. Ich dachte, du wirst dich blablabla. Tut mir leid, ich habe so schnell gedrückt. Ich habe immer so einen flinken Finger. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Pass bloß auf, Kleiner. Nächstes Mal bist du fertig. Vergiss nicht. Sayonara, Idiot. Was ist denn das für ein Dickhead-Typi? Wer hier wohl der Idiot ist? Naja, egal. Einfach ignorieren. Ich glaube, das ist das Beste. Es gibt immer so viele Idioten. Kann ich auch gleich noch erzählen. Oder, oh, die Folge ist fast um. Ich glaube, das erzähle ich erst in der nächsten Folge. Kurz überlegen, was wollten wir? Ach ja, wir wollten mit Gilman reden. Ich glaube, Gilman ist eigentlich immer hier unten. Also da unten. Aber da ich jetzt die eine Gilman-Suchquest habe, ist es, glaube ich, im Inn versteckt. Das ist alles ziemlich fies. Das Spiel ist ein richtiges Arschloch manchmal.
Ah, wir speichern nicht. Wir heilen erstmal unsere Digimon. Übernachten, ja, bitte. Da. So. Die Geschichte erzähle ich euch gleich. Also meine wunderschöne Bahngeschichte. Ja. Ich habe auch Bahngeschichten. Wer ist denn das? Hey du, wer bist du? Hallo? Nun, da können wir nichts machen. Ich denke mal, ich mache einen Nicker schon. Ja, okay, so, das ist nichts Besonderes. Aber da, ein Gilmon. Hä, blaue Karte? Ach, das Gondelding. Ich habe sie leider nicht, aber mein Cousin. Er hat gesagt, er ging nach Cyro City. Aber hat Hunger. Wird wohl irgendwo was essen. Na ja, also im Wald, im Inn. Das kann ich schon mal verraten. Und wir dürfen jetzt in den Wald ins Inn gehen. Ja, richtig geraten. Und dürfen doch mit dem Gilmon reden. Das ist ein ziemliches Hin- und Hergelaufe alles. Richtig ätzend. Okay, aber bis wir jetzt dahin gehen, mache ich eine kurze Pause. Und das ist genug Digimon World 2003 für heute. Also ciao und bis zum nächsten Mal.